Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. Ja, so, ein bisschen was hat sich getan. Zum einen stand unter dem letzten Video, glaube ich, war das der Kommentar, hier nichts für ungut, aber räumen wir dein Inventar auf. Ich stand dann erstmal da, gibt's Kisten oder so? Hier so Minecraft etc. verseucht. Dann habe ich mich mal so ein bisschen bei anderen umgeguckt und habe gesehen, die schmeißen halt einfach irgendwo ein bisschen sortiert auf den Boden und das ist dann Lager. Ist erledigt, wir haben jetzt hier Stoff, wir haben da die Planen, wir haben da drüben ein paar geäste Steinchen und sonstigen Gedöns. Und ja, ich habe mich so ein bisschen informiert, wie das vonstatten gehen soll bezüglich Pflanzen. Ich glaube, ich gerade ein bisschen vorsichtig, weil irgendwo war ja die Schlange. Und ich bin recht happy, denn ich sehe hier bereits eine Kurafrut und das ist wohl ein Früchtchen, das recht beliebt ist beim Anbau. Wobei wir hier auch noch eine Kartoffel hätten. Geil. Ich glaube, ich baue nochmal so einen Farming-Plot. Und pflanze dann Kartoffeln auch noch mit an. So, aber diese Kura-Fruits, die soll jetzt nicht einfach so da reingeklatscht werden, sondern die muss erst verrotten. Von dem her packe ich die jetzt hier daneben. Und gucke da einfach später nochmal vorbei. Vielleicht ist sie dann schon verrottet. Und pflück jetzt hier mal die Kartoffeln raus. Brauche ich wahrscheinlich meine Hoch. Nee. Und ich muss warten, bis da was gewachsen ist. Das kann natürlich auch sein. Weil hier geht mal gerade gar nichts. Ne. Ne. Muss ich wahrscheinlich warten, bis eine Kartoffel dran ist. Gut, okay. Oh, da hinten ist ein Stick. Das ist sehr geil. Den packen wir direkt mal ein. Und, ja, wenn wir das diese Folge noch hinkriegen, dass die verrottet ist, dann werden wir die mal anpflanzen. Sicherlich ein bisschen dauern. Jetzt mache ich mir erstmal hier so ein Stickslager. Vielleicht hier so neben die Steine. So, aufgeräumt. Wenn das Zimmer auf, also Wohnung sauber machen und so weiter, auch immer so geil. Wäre einfach irgendwo hinlaufen. Fertig. Was jetzt nicht unbedingt mit dem Geräusch zusammenhängt, den Aktivitäten, aber egal. Okay. Und ja, ist es richtig, dieses Geräusch stammt von Haien, die im Sand rumschwimmen. Macht absolut Sinn. Jetzt liegen hier noch lauter Dinge auf, Räume. Genau, wir räumen diese Folge einfach mal ein bisschen unsere Insel auf. Muss auch sein. Ordnung muss sein. So. Wenigstens etwas. Wir klatschen jetzt alles hier hin. Nehmen wir die Hand und... Plop, 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 plop. So. Entsteht hier schon mal so ein richtiger Haufen an Blättern. Der sich teilweise wieder sonst wohin spältert. Ja. Weiß ich, vielleicht sollte ich die noch zu kleinen Lashings oder sowas verarbeiten. Ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich die ja doch mal irgendwo für irgendwas. Gehst du jetzt mal dahin? Bleib wenigstens einigermaßen auf einem Haufen. Oder sind einfach mittlerweile zu viele? Und das geht gar nicht anders. Da liegt auch schon wieder eins rum. So, ja, was können wir denn sonst noch machen? Vielleicht noch schnell das Metall. Dahin bringen, wo wir unser Lagerplätzchen haben. Vielleicht dann hier so hinschmeißen. So, jawohl. Top. Dann kamen auch schon zwei Vorschläge herein für die zusätzliche Sau. Man erkennt ja leider nicht das Geschlecht, aber ich sage jetzt einfach mal, du bist das andere Schwein. Und zwar zum einen Holger. Aber, nachdem der Vorschlag Bertha schon von demjenigen angenommen worden ist, nehme ich jetzt einfach mal vom Daywalker den Vorschlag an und nenne das andere Schwein Charlie. Dann haben wir nämlich Bertha und Charlie. Da ist Bertha und da ist eine Schlange. What the fuck? Ja, ich hab kapiert. So. Bevor ich jetzt aber hier nur untätig rumsitze, habe ich vor, mich in mein Bötchen zu setzen und mal wieder auf die Ursprungsinsel zurückzuheizen. Und dort zu gucken, ob wir da noch irgendwelche nützlichen Dinge finden. Machen wir quasi so einen kleinen Ausflug, während die Kurafrut am Vergammeln ist. So. Avanti. Hallo, oh hey, irgendwann muss es vorbei sein. Das dauert jetzt ein bisschen, aber ist egal. Vielleicht locken wir auf diese Art und Weise auch mal den Kakai aus dem Sand raus. Damit da wieder ein bisschen Ruhe einkehrt auf dem Land. Würde ich jedenfalls sehr begrüßen. So. Ich weiß aber auch, dass also in nahezu in jeder Himmelsrichtung müsste eine Insel kommen. Nur nachdem ich weiß, dass da auf jeden Fall eine ist, möchte ich... Scheiß drauf, die kennen wir schon. Ich ruder jetzt einfach mal in diese Richtung. So, ich muss mir nur versuchen, irgendwie zu merken. Damit ich auch wieder nach Hause finde.
So. Schöne Reise übers Wasser hier. Ich weiß gar nicht, ob mir irgendwas passieren kann, dass wenn ich jetzt hier irgendwie... dass dieses Bötchen nur eine gewisse Reichweite hat und dann irgendwie kaputt geht, dass man deswegen eigenes Boot irgendwie machen muss. Oh, das sind kleine Fischis. Hab ich gerade gesehen. Ja. Gucken wir uns mal um, vorsichtig. Da ist unsere Insel. Da ist die andere Insel, von der wir eigentlich gestartet waren, ganz am Anfang. Jetzt paddle ich einfach mal. Oh ja. Oh ja, Wellengang. Das wäre jetzt natürlich böse, direkt an dieser Stelle dann zu sterben. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man stirbt. Wahrscheinlich muss man von ganz vorne anfangen. Das wäre echt extrem. Das wäre wirklich extrem. So, ist hier irgendwo schon eine Insel in Sicht? Nö. Nö. Okay, dann weiter. Jetzt kommen wir, keine Ahnung, irgendwo in der Zivilisation raus. Ne, Zivilisation gibt es ja hier auf diesem weiten Meer nicht. Also es ist nicht so wie in anderen Survival Games, dass man da dann irgendwie auf irgendwelche andere Kulturen trifft. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube nicht, ne. Geht's eher um das reine Überleben im Meer. Es wird neblig. Es wird neblig. Gucken wir mal ein bisschen um, sehe ich irgendwo eine andere Insel. Da ist unsere. Da ist nix. Oh Gott, und jetzt wird es dann auch noch Nacht. Das heißt, die Sicht dann unter Null. Ob das so eine tolle Idee war. Aber ich glaube, diesen Gedanken hatte ich schon mal. Und dann kam aus dem Nichts eine Insel hervor. Meine Insel. Oh oh. Oh oh. Nee. Nee, gefällt mir nicht. Ich glaube, diese Richtung muss ich. Nee. Nee. Alles gut. Nee. Hier geht mir gerade dezent das Arschwasser. Ich will nach Hause. Ich hoffe, ich finde mein Zuhause wieder. Oh Gott. Warum sehe ich meine Insel nicht mehr? Liegt das jetzt an den Nebel? Oder ruder ich in die falsche Richtung? Da kommt was. Das ist die Kleine, glaube ich. Da muss ich, glaube ich, da. Da ist Heimat. Da ist zu Hause. Schnell nach Hause. Oh Gott, das war so eine Scheiße. Ich will nicht. Nein. Da baue ich lieber noch ein bisschen am Haus weiter. Bevor ich mich irgendwie so total ahnungslos, unausgestattet auf die Suche nach neuen Inseln mache. Vielleicht baue ich mir erstmal ein neues Schiffchen oder so, ein stabileres. Vielleicht ist das auch ein bisschen schneller, sodass man zügiger von A nach B kommt. Ich weiß nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal den Tipp hinterlassen, so quasi, worin der Vorteil besteht, sich ein anderes Geschiff zu machen. Ein anderes Bötchen. Was ist das denn? Das sieht nicht aus wie ein Vogel. Wenn ihr... Sind das Haie am Himmel? Ehrlich jetzt? Regnet es Haie? Also ich habe ja schon viele Bugs erlebt, aber das war jetzt gerade eins der gruseligsten Bugs, die ich je erlebt habe. Wenn die Predator eines Games unvorhergesehen einfach mal vom Himmel fallen. Oh Mann. So. Komm, wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir zu Hause. Da
Da rettet unser Haus schon. Oh, was ist das denn? Ah, das sind nur Steine, glaube ich. Da, da! What the actual fuck is this? Warum fallen hier Haie vom Himmel? Lol. Moment. Das gucke ich mir mal aus der Nähe an. Ich weiß, da hinten ist die Schlange, da muss ich dran denken. Ich will noch sehen, wie der Hai da runterfällt. Ich will das... Wo ist der Hai? Der ist aber nicht auf dem Land gelandet, oder? Nee. Du Schwein, erschreck mich nicht so. Da ist die Schlange. Geh weg. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Geh weg. Na gut, aber... Ja. Die Haie aus dem Sand sind weg. Also hat dieser Ausflug wenigstens ein Gutes gehabt. Wir haben keine Haie mehr im Sand. Dafür haben wir Haie, die vom Himmel fallen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? So. Gucken wir mal nach unserer kleinen Kura-Frucht. Erstmal sollte ich hier vielleicht wieder Licht anmachen. Empty. Das heißt, wir brauchen einen Stick. Haben wir ja noch einen rumliegen hier. Den hauen wir da rein. So. Campfire. Kittling. Hoppla. So. Jetzt geht das wieder los. Wäre schon geil, wenn ich die jetzt zumindest noch anpflanzen könnte. Die liegt ja immerhin bald den ganzen Tag da im Dreck rum. So. Plopp, Kittling hier ans Feuer ranlassen. Oder liegen lassen. So. Das ist nur die Frage. Ich habe die hier irgendwo hingeschmissen, aber ich sehe... Doch, da. Kura Fruit. Nee, die ist noch nicht verfault. Und dann müssen wir da noch warten. Gut, was können wir noch machen? Ich würde sagen, wir holzen noch ein bisschen kleine Pelmchens oder was. Driftwood Pile. Nee. Ich hau hier nochmal so einen Baum um. Halt, dazu brauche ich den Kram. Nur aufpassen, hier war irgendwo die Schlange in der Nähe. Ja, ich höre sie. Ich höre sie rattern. Bitte Baumpfeile in eine andere Richtung. Nicht zu der Schlange hin. Oder erschlag sie. Eins von beiden. So. Das ist wieder das anonyme Gruppentreffen der ganzen Batmans. Haufen weiße Stichiks. Kommt her hier. Ah, hier liegt auch noch so ein Palmbunch, aber den lasse ich jetzt mal liegen. Und mit dem kann ich momentan gar nichts anfangen. So, da fällt der Stamm wieder ab. Machen wir uns wieder Sticks raus. Hier kriegen wir auch nochmal einen Stamm raus. Ich wäre ja für eine Kettensäge, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird es in diesem Spiel nicht geben. Da fliegen mir hier die Stöckchen um die Ohren noch. Komm her, du Stock. So, dann lege ich mich mal eben pennen. Da geht nämlich auch noch mal ein bisschen Zeit verloren. Und zwar meine ich das für die Kura Fruit, damit die vielleicht ein bisschen weiter verrotten kann. So, unser Lagerfeuer ist ausgebrannt. Eingepusht, Hauptsache es ist wieder Tag. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir hier am Dach weiter. Sind wir doch schon gut weit gekommen. Hammer auswählen. Crafting-Menü. Das Scrolle wieder los. Wedge Floors, was ist das denn? Achso, das sind diese Eckfloren. Floor Dings, Wall, Window, Arches, Doors,
Steps. Image Foundation. Floors, da sind sie. Wood Floor. So, dahin hin. The fuck? Okay, nochmal. Floors. Wood Floor. Hä? Braucht das irgendwie eine zusätzliche Stütze, dass es überhaupt dann halten kann oder so? Wood Floor. Da hält das jetzt, okay. Hält das dann jetzt auch, wenn ich versuche, jetzt einzelne mit anzubringen? Ja gut, jetzt habe ich irgendwie das komplette Holz halt verbraten, die ganzen Sticks. Oder liegen die jetzt hier irgendwo rum? Nö, sind die schon raus? Toll! Ja, kommt Freude auf. Kann man da eigentlich dann noch irgendwie noch mit Blättern irgendwie was drauflegen, damit es dann nicht so reinschifft oder so? Das wäre auch noch interessant zu wissen. So, wie geht's der kleinen Frucht? Sie ist immer noch nicht okay. Also sie ist immer noch okay, man kann sie immer noch essen. Vielleicht wenn ich draufhau? Ne? Okay. Geht nix. Ja Leute, dann würde ich sagen, gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es da weitergeht, ob wir da dann mit dem Farming weitermachen können. Ansonsten bauen wir nochmal weiter ein bisschen am Dach, sprich ein paar Bäumchensfällen und so weiter. Und ja, lass mir mal überlegen, heute ist Dienstag, mache ich eigentlich momentan in jeder Folge, gerade zur Feiertagszeit halt einfach. Ja, Stranded Deep wird nochmal kommen vor den Weihnachtsfeiertagen, von dem brauche ich da jetzt noch nichts hinzufügen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.